Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Ich finde die Luftballons nicht mehr wieder. Ja, keine Ahnung, wo die sind. Aber, Katzenhaar. Ich glaube, das ist nicht so wichtig. Mister, Alter! Der saß hier gerade einfach nur neben mir und plötzlich habe ich Katzenhaare im Mund. Wie schafft er das? Er ist ein Ninja. Alter. Ninja, Mr. Flauschig. Also gut. Wir wollen heute da rein. Gerade eben konnte ich beobachten, wie hier wie grüne Raketen hochgegangen sind oder so. Ich weiß nicht, was das bedeuten hat. Wir werden es höchstwahrscheinlich herausfinden, indem wir einfach mal dahin gehen und das Büro des Bürgermeisters erreichen. Für diesen Zweck werden wir erst einmal diese Quest hier ja, pausieren. Da. Was zur Hölle? Keine Ahnung, was das ist. Ja. Da wird auf jeden Fall geschossen. Da ist da ein anderer Spieler. Jahre später. Ich hab auf Pause gedrückt, Leute. Also auf die Karte. Da ist ein anderer Spieler unterwegs. Ja? Okay, das könnte es erklären. Aggressor. Ich geh doch einfach aus dieser verdammten Rüstung raus. Okay. Wir werden erstmal versuchen, uns so durchzuschlagen. Wird schon hinhauen. Und dann sammeln wir halt die Rüstung ein, wenn wir es wirklich benötigen. Protektor Angestellter der Stadtverwaltung. Oh. Oh. Jetzt weiß ich, worauf die schießen. Fotorahmen, Wettogar. Jetzt plötzlich nur 2,5-facher Schaden. Ach, das ist das grüne Zeug. Ah, okay. Das ist der gute alte Mr. Howdy in der Luft. 66 Erfahrung nur. Ah, der ist kurz davor zu wissen, wo ich bin. Diese geile Waffe, die wir haben, ne? Dieses Maschinengewehr-Gedöns. War das ab Stufe 40? Also, okay. Ignorieren wir einfach dieses Farbspiel von eben. Oh. Es gibt sich diese scheiß Augenbots. Ach, meine Rüstung steht hier immer noch. 10 Sekunden waren ja jetzt locker um. So, okay. Oh Gott, oh Gott. Der ist Level 8. Hätte ich die vielleicht nicht abschießen sollen? Doch, das waren Feinde, ne? Okay, mein Freund. Du solltest näher treten. Kommen Sie näher, kommen Sie ran. Heute gibt's ein bisschen was aufs Fressbrett. Muss nur wegen der Ollen da aufpassen. Der brennt jetzt hier. Okay, mal gucken, wie viel Schaden ich mit dem Hammer bei ihm mache. Einflößend. Da ist schon wieder rot. Was soll dieses rötliche? Von dem Aggressor habe ich ein bisschen Angst, muss ich zugeben. Ich glaube, es ist zu spät. Ich habe so das Gefühl, der hat mich entdeckt. Nimm die! Okay! Juhu! Ich bin da mal weg. Gleichzeitig laufen. Oh Gott, das gefällt mir nicht. Der lädt seine scheiß Waffe auf. Ach, das ist der. Jetzt weiß ich, was das Rote ist. War die nicht panzerbrechend? Ach doch, die war panzerbrechend. Also wirklich, panzerbrechend sieht das jetzt nicht aus. Okay, ich muss weg. Nein, ich muss weg. Okay. Das ist echt gefährlich. Untersuche das Gebäude und des Rettungsdienstes. Okay. Hier wieder ausweichen.
Komm her, Mann. Ich habe das Gefühl, dass der Hammer recht gut ist gegen die ganzen Roboter, wenn ich den treffe. Das kenne ich auch. Oh Gott, das wird wehtun. Nein. Da schießt einfach durch den Boden durch. Alter Cheater. Okay, komm. Ich bin... Wo bist du? Hä? Verarschst du mich gerade? Den mache ich platt, bevor er zuschlagen kann. Oh. Okay, so ein Aggressor ist schon... eine kleine Todeskralle, würde ich sagen. Der fliegt da immer noch rum. Mann, Mr. Brandbestie, kümmere dich doch um die Fliegen hier. Ja. Okay. Ja, irgendwie tut es jetzt doch nicht mehr so doll weh. Vielleicht muss ich irgendwie Richtung Bauch zielen? Oder Richtung Kopf? Ich weiß es nicht. Kann man mit dem Hammer zielen? Ich glaube, ich habe schwere Schläge. Okay. Okay, nö. Komische Geräusche. Na gut. Sollen die mal machen, ne? Gucken wir mal, wie panzerbrechend der jetzt wirklich ist. Was mit der Kackpratze da oben gefällt mir nicht. Es ist keine Kackpratze, ich weiß. Ich sag zu allem Kackpratze, wissen Namen mir gerade nicht einfällt. Ich bin dumm. Lass mich. Oh, diese Helligkeit. Soll man so irgendwas sehen können? Gefahr? Wodurch? Okay, ich wollte schon sagen. Plötzlich ist alles ruhig geworden. Wieso findet er mich nicht? Der wird ja wohl irgendwie so einen Schuss orten können als Computer, oder? Das ist ein bisschen mehr Schaden. Jetzt bin ich ja nicht. Habt ihr das gesehen, wie er sich geheilt hat nach jedem Schuss? Das ist seltsam. Ich hasse Leute, die rumpiepen. Willkommen in der Stadthalle von Watoga, der Zukunft der Veranstaltungen. Die Stadthalle von Watoga heißt Sie willkommen. Hier findet die Debatte zur Präsidentschaftswahl statt. In der Stadthalle ist die Zukunft der Musik zu Hause. Unsere Roboter werden sich klangvoll faszinieren. Mal zwischendurch drauf schießen. Noch irgendwie so ein bisschen Erfahrung zu kriegen. Sollte der mal wirklich umfallen. Oder irgendwie hier reingehen. pass auf, gleich kommt die Brandbestie durch die Tür und denkt sich einfach nur, wer hat jetzt hier wen verarscht? Aber dann schlage ich ihn zusammen. Bin ich ganz ehrlich. Den gibt's aufs Fressbrett. Wenn der sich hierher traut. Okay, ich glaube, im Inneren wechseln wir. Eigentlich könnte ich mit dem Hammer rumlaufen, ne? Aber wir laufen erstmal damit rum. Ey. Lass die Tonne in Ruhe. 68 WTF. Das hörte sich nah an. Oder gefunden werden. Mich findest du nie. Trau dich, komm zu mir. Na los. Guckt euch den Schaden an. Wenn das nicht OP ist, dann weiß ich auch nicht, Leute. Also das ist ja wohl richtig Knorke. Aber ich brauche eine gute Waffe gegen Maschinen. Und ich glaube,
Vielleicht sollten wir uns doch irgendwie noch eine Laserwaffe zulegen, einfach nur für die Maschinen. Ich glaube, das ist gut gegen die Maschinen, oder? Was ist gut gegen Maschinen? Sind Laserwaffen gut gegen Maschinen? Ich glaube schon, ja, ne? Das ist ehrlich gesagt. Nein. Das bietet keine Deckung. Das ist uncool. Aber wir sollten hier erstmal die Schränke untersuchen. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Okay, gehen wir erstmal hier lang. Ich habe hier gehört, hier war eine Treppe. Der Kollege ist anscheinend durch eine Treppe gelaufen. Oder durch eine Treppe? Die Treppe runtergelaufen. Zumindest hörte es sich so an. Aber anscheinend nicht. Na gut, dann gehen wir halt ins offene Gelände. Ach Gott. Das ist offenes Gelände. Oh. Headshot. Aber er ist stehen geblieben. Hä? Was machst du für Moves, Junge? Da wollte er ein 360 machen. Oh, oh, oh. Oh Gott, ich habe sie alle gesehen. Ich habe sie alle gesehen. Ein 360 in Oskop mit einer Schrotflinte. Katze! Wie zum Teufel schaffst du das? Alter! Gott, da kommen echt viele, ne? Ich höre hinter mir, oder über mir besser gesagt, mindestens zwei. Oh. Habt ihr das gesehen? Der hüpft da rum. Der verarscht mich doch, der hüpft rum. Ich brauche kein Visier zum Snipern. Ah. Oh, das war gut. Oh, das war nicht so gut. Ach, scheiße. Aber es dürften... Nicht mehr viele sein. Das ist legendär mit 3 Sternen. Oh, den will ich haben. Oh, gib mir deine Waffe, Mann. Junge! Zum Glück kann ich sehen, wo er ist. Wie so ein Wallhack ist das. Hallo? Schaden? Achso, der hatte sich zwischendurch noch geheilt. 160 Krokop. Fat Man. Post, wie viele Waffen? 10% Schaden gegen Spieler. Was ein Scheiß. Aber den müsste man hier doch öfters antreffen, oder? Könnte man hier legendäre Sachen farmen? Ist das eine Quest, die, wo man farmen kann? Ist der Anführer immer legendär? Fragen, die ich mich stelle. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Naja, was haben wir alles bekommen? Jambus hatten wir schon. Granatwerfer mit 165 Schaden. Kann man mit einem Granatwerfer einen Schleichkill machen? Wie nennt man das? Stealth-Kill? Assassination, ich habe keine Ahnung. Impro-Revolver mit 78 Schaden? Das fände ich gar nicht so schlecht für einen Revolver, ne? Eine Kampfflinte mit 105 Schaden, Kryogranate, Plasmagranate, Splittergranate. Und des Killers Fatman ab Stufe 45. Ihr könnt mich alle mal.
Ja, oh, ein paar Waffen bekommen. Leider nichts. Gut. Leider nichts, was ich gebrauchen könnte. Aber vielleicht finden wir innerhalb dieser Quest ja noch mehr von legendären Viechern. Das schmeckt mir auf jeden Fall, wenn der wieder neu spawnt. So, ein, zwei Gegner noch und dann... Level up! Das ist für 39, kurz vor 40, Leute. Der nächste Boxenstopp. Ne, gehen wir raus. Erreiche das Büro, untersuche das Gebäude des Rettungsdienstes, säubere die Voltoga Emergency Services. Da könnte noch ein legendärer sein. Ich weiß nicht, eventuell war das ein purer Zufall, dass der Anführer legendär war oder er ist immer legendär. Hier, Bcox wollte ich schon sagen. Hey, Bcox. Frauchen ist da. Hm. So, dann gehen wir erstmal raus. Mich wundert, dass das Frauchen da ist, weil heute Montag ist. Und ich sag das jetzt extra laut, weil dann hört sie es. Hattest du keine Lust? Was, dein Geburtstag ist nach? Achso. Kannst du zumindest die Katze füttern? Er bewirft mich schon mit Haaren. Eventuell, wenn ich es schaffe, was ich aber nicht glaube. Nee, unter der Woche wird das glaube ich nicht. Sonst hätte ich gesagt, ich level kurz auf 40. Ich glaube, das wird nichts. I'm hungry. Die Stadthalle von Watoga heißt Sie willkommen. Ein bisschen Wasser, ein bisschen Hundefutter. Meine Katze mag nämlich kein Hundefutter, dann muss ich es selber essen. Wo ist jetzt Mr. Brandbestie oder Mrs. Brandbestie, je nachdem, wie viele Löcher er schon hat. Wir wissen, wie viel Leben der hat. Wir müssen ja schon seit Ewigkeit auf ihn schießen. Gemeindezentrum von Watoga. Ach, der ist das. Soll ich ihn mal anschießen? Ja gut, der cleart alles. Perfekt. Oh, dann hat er die Brandbestie erledigt. Jetzt schießt er da oben irgendwie rum, keine Ahnung. Komischer Amokläufer. So, Watoga Emergency Services. Emergency Medical Services ist für Sie da. Sprechen Sie mit unserem hilfsbereiten Automaten. Hoffentlich noch ein legendärer. Ah, ich würde es gerne herausfinden, ob der legendäre immer da ist, aber ich werde es vergessen. Hm. F? Brauche ich nicht. Stehen bleiben, Bürger! Ich verpflichte alle diensttauglichen Personen zur Unterstützung bei dringenden Angelegenheiten des Countys. Da ist nicht... Ich bin rausgegangen. Ich hab's gesehen, aber ich habe A gedrückt. Das ist ein Fluch. Ein Fluch jedes Spielers, überall A drücken zu müssen. Oder E. Ich weiß, ihr spielt mit Maus und Tastatur und denkt euch, wieso gibt's Buchstaben auf dem Controller? Ich dachte, das sind nur komische Knöpfe für Leute, die keine Ahnung haben, wie eine Tastatur funktioniert. Aber nein. Buchstaben, seht ihr? Man muss auch lesen können, wenn man einen Controller an der Hand hat. Heißt nicht, dass ich nicht lesen kann. Wobei ich das manchmal echt glaube. Ach, guck mal, das ist ein Hubschrauber. Ja, wer hätte gedacht, auf dem Hubschrauberlandeplatz einen Hubschrauber zu finden? Gehen wir zurück. Okay. Irgendwas stampft hier auf jeden Fall durch die Gegend. Macht auch komische Geräusche.
Da läuft es. Oder? Ich habe keine Ahnung, gestampft und irgendwas. Ah, ich weiß, was es ist. Oh, es ist ein Aggressor. 54. Okay. Du bist nicht kaputt? Jetzt schon? Gib mir mein Level ab, Junge. Ja. Wir verstecken uns hier mal und bereiten uns fürs nächste Level vor. Ich sein stärkster. Stärkster Supermutant. Glückwunsch. Das hört sich ziemlich nah an und nach einem Hund. Aber hier wird er mich nicht finden. Oh, Holzkiste. Ich weiß, Level up. Ich lass mich zu leicht ablenken. Nun soll er seinen Hund essen, ganz ehrlich. Ist doch auch Hundefutter. Ist auch Hund drin. So. Was machen wir? Haben wir was Neues? Ja, Selbstreparatur brauche ich nicht. Es besteht eine geringe Chance, dass sich deine angelegte Rüstung repariert. Schwere Waffen haben eine Chance von 4% zum Taumeln zu bringen und eine Chance von 4% ein Körperteil zu verkrüppeln. Wir können tatsächlich überlegen, ob wir nicht vielleicht doch noch ein bisschen in Nahkampf gehen. Was haben wir hier noch? Irgendwas Neues? Deine Rüstung verschleißt 20% langsamer und die Reparatur ist günstiger. Das haben wir jetzt nicht so nötig. Gibt es bei Intelligenz irgendwas noch, was wir brauchen? Das ist nicht schlecht. Wenn ich da halt mein... Aber die Waffe hat auch schon Rüstungsdurchdringung. Vielleicht das? Komponenten heißt Komponenten vielleicht auch Aufsätze? Ich weiß es nicht. Das ist zu viel für mich. Ich würde ja gerne auf Nahkampfwaffen noch gehen. Ich meine, wir haben, glaube ich, schon ziemlich viel erreicht. Du wirst niemals alkoholabhängig. Ja. Nö. Perception. Durch grundlegendes Kampftraining verursachen deine automatischen Gewehre. Da kann man eigentlich auch drauf gehen. Ey. Oh, es gibt so viel, was man machen könnte. Nachtwensch haben wir ja schon ein. Könnten noch mehr machen. Vielleicht ist diese Lichtsensibilität hat. Kamera, hier bin ich. Hey, Fokus. Vielleicht ist diese Lichtsensibilität durch den Nachtmensch entstanden. Also die Kamera hat, glaube ich, gerade den Fokus verloren, oder? Ich bin blind geworden, eins von beiden. Skeet-Schießen. Deine Schrotflinten haben eine verbesserte Präzision. Ja, nö. Deine Gewehre ignorieren 12% Rüstung, es besteht eine Chance, zum Taumeln zu bringen. Gewehre. Als Gewehr zählt ja auch meine komische Waffe, ne? Glaube schon. Haben wir bei Stärke was Neues, das sich lohnen würde. Deine Einhand-Nahkampf, wieso immer Einhand? Deine Zweihand-Nahkampf verursachen nun 10% mehr Schaden. Da werden wir auch drauf gehen. Aber ich glaube, momentan ist das hier das Beste, was ich nehmen kann. Oh, sehr schön. Die Entscheidungen werden immer schwerer, Leute. Also, ich glaube, Rüstungsdurchdringung für diese Waffe ist schon echt nicht schlecht. Vorsicht, wovor? Wieso keine Sau?
Das wüsste ich aber. Abstergo-Putzmittel. Wohl nichts gewesen. Komm schon, sei legendär. Gib mir eine richtig coole Waffe. Ja, er ist auch legendär. Oh Gott, davor habe ich Angst. Jetzt ist geheilt, scheiße. Jetzt nur kein Scheiß bauen, Zero. Nur kein Scheiß bauen, wo ist er? In den Rücken. Da stehst du gut. Scheiße. Oh. Ich habe keine Power-Rüstung an. Du kannst mich mal. Vergiss mich. Ich war nie hier. Dein Boss ist ausgerutscht. Bitte? Nicht können verstecken. Er hat sich die Waffe vom Boss geschnappt. Er krüppelt deinen Arm an. Komm, so kannst du dich schießen. Ja, Arm verletzt. Das hast du gut erkannt. Das ist wie in den alten Serien, wenn die Bösewichte mal ihre Namen schreiben. Das hilft auch nicht wirklich weiter. Ja, lad doch mehr nach. Was ist denn los mit dir? Oh nein. Okay, wir gehen runter, holen unsere Power-Rüstung und dann komme ich wieder. Warte kurz, ja? Ich muss mich kurz umziehen. Nicht hingucken, ich bin nackt. Jawohl. Du hast einen Fehler begangen, mein Freund. Kriegst du eine Brandmarke. Okay, ist eigentlich wie so ein Schuss. Okay, das ist unfair. Hä? Ja, komm, die Erfahrung gönne ich mir. Ja, jetzt so eine schwere Waffe ist, glaube ich, echt gut. Meine Waffen sind gut, wenn ich versteckt bin. Aber wenn ich gesehen werde, ist vorbei. Die legendäre Waffe, Jungs. Haut ab. Ja, schön in den Kopf. In den Kopf. In den Kopf. Und jetzt No-Scope. No-Scope. War ein No-Scope. Oh, legendäre Heini. Oh, ich dachte schon. Ah, Roboter. Ach ja, ja. Cool. Was? Was stand da? Wenn du ausgeschaltet bist, erhältst du einmal pro Minute eine Chance von 50%, dich mit einem Stimpack-Sex wiederzubeleben.
Schon cool. Wenn du ausgeschaltet bist. Also wenn man am Boden liegt und um Hilfe schreit, erhältst du einmal pro Minute eine Chance von 50%, dich mit einem Stimpak zu heilen. Wenn das nicht funktioniert, dann sitze ich da eine Minute. Ich glaube, für den Let's Play ist das nicht so ganz so günstig. Ihre Schritte. War also doch kein Aggressator. Alles gut. Knack mich hier rein. Oder auch nicht. Leiche eines Mitglieds der Bruderschaft. Automatisches Lasergewehr. Nice, was hast du noch da? Baseballschläger-Mod, ja. Ach, kleine Roboter. Liegt er da mit einer Power-Rüstung, weißt du? Wow, der Knopf ist sinnvoll. Das Einzige, was ich bekomme, ist ein Scheiß. Weiß gar nicht mehr, was so unwichtig war das. Vorkriegsgeld. Scheiße. War ja wieder mal klar. Na gut, gibt's jetzt aufs Maul. Erkenne ich nichts. Wer mein Gesicht sieht, muss sterben. Außer die Brandbestien. Die haben eine Ausnahmegenehmigung bekommen. Vom Amt von Seronastien. Ist ein Land. Ist schwer zu finden auf der Karte. So, Freunde. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Die Uhr sagt, es ist vorbei. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann gucken wir, dass wir mehr legendäre Viecher töten und vielleicht mal was Gutes bekommen. Ich meine, ja, Mini-Atombomben-Ding ins Kirchens da, ne? Der Abspritzer, der ist schon recht gut, aber ich verwende ihn. Ich will die nicht verwenden. Er macht Schaden gegen Spieler, das ist doch scheiße. Haut rein. Tschüss.